Ich wollte schon immer Sachen erschaffen, die man vielleicht davor noch nie gesehen hat. Technik hat mich schon immer begeistert. Schon als kleiner Junge habe ich Sachen auseinandergenommen, hat mein Vater mir viel gezeigt. Und ich bin glücklich, ein Studium gefunden zu haben, in dem ich genau das machen kann. Also ich liebe Flugzeuge und die Raumfahrt. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie man so komplexe Maschinen erschaffen kann. Bei Maschinenwesen denkt man ja immer zuerst an große, massive Konstruktionen. Aber es sind auch die intelligenten Lösungen im Kleinen, die die Sache interessant machen. Und das Tolle sind hier einfach die vielen Forschungsbereiche, ganz viele Fachgebiete, in die man sich vertiefen kann, in denen man forschen kann. Wir forschen an nachhaltiger Energie, Textilien, die fühlen, Stoffen, die die Natur uns bietet, Maschinen, die miteinander kommunizieren und intelligenten Werkstoffen. Mir wird so viel geboten und all das zu jeder Zeit, vor Ort oder online. Das Geilste ist eigentlich, dass es in Dresden ist. Hier gibt es einfach so viel Kultur an so vielen Ecken. Die Semperoper, Kulturpalast. Und auf der anderen Seite hast du dann Jazzabende, es gibt Festivals, es gibt kleine Läden, große Läden. Ich habe schnell Freunde gefunden, mit denen ich super gern studiere, aber auch Sport treiben kann. Und wenn ich einfach von meinem Uni-Alltag abschalten will, fahre ich ein paar Minuten raus und bin direkt in der sächsischen Schweiz. Ich bin Sophia und ich möchte etwas schaffen, was die Menschheit weiterbringt. Und ich bin Julian und ich möchte die Welt durch Technik besser machen.